Die Tour startet in Neubulach-Liebelsberg am Parkplatz zwischen dem Friedhof und dem Wasserturm. Der Weg führt 7,2 Kilometer durch den Wald und bietet wunderbare Ausblicke. Vorbei an der Wolfsgrube, die der Tour ihren Namen gab. Aufstieg zum Beilfelsen mit wunderbarer Felsformation. Nach der schönen Wanderung laden Liegebänke zum Verweilen ein. Stellplätze gibt es am Waldrand oder am Wanderheim. Von hier aus startet eine neue Tour zur Burgruine und nach Röthenbach. Es gibt viel zu entdecken auf der Burg. Zudem führt der Weg an herrlichen Wiesen vorbei. Ein Abstecher zu diesem wunderbaren Biotop lohnt sich. Finde selbst heraus, wo es ist. Nameti wünscht dir viel Spaß beim Wandern. Das Video wurde hergestellt mit iMovie und dem Thema Nachrichten.